Die tropfen sie in ein Gläschen Wasser und trinken sie einfach. Ja? Okay? Ein typischer Morgen in der Apotheke am Löwenplatz in Remseck in der Nähe von Stuttgart. Viele Patienten holen Medikamente, mancher braucht ausführliche Beratung. Alle möglichen Bakterien erfassen, ja. Seit mehr als 20 Jahren ist Rudi Grünbauer Apotheker. Kümmert sich gerade auch um alte Menschen, die viele Medikamente brauchen, komplexe Gesundheitsprobleme haben. Doch aktuell macht es ihm nicht mehr so viel Spaß wie früher. Wir versuchen, Leute optimal zu versorgen, weisen auf Probleme, auf Unverträglichkeiten hin und werden doch nur reduziert auf die teuren Krämer, die ihre Medikamente verkaufen wollen. Dabei wurden die Vergütungen für Apotheken seit 2013 nicht mehr erhöht, obwohl die Kosten für Personal, Räume, Arbeitsmittel stark gestiegen sind. Nun plant das Gesundheitsministerium eine Reform. Für die einzelne Medikamentenpackung soll es mehr Geld geben. Aber die Apotheken bekommen auch einen prozentualen Anteil pro Medikament und der soll sinken. Die beiden Schachteln kosten über 11.000 Euro. Die müssen wir vorab bezahlen, gehen also in Vorleistung und haben an Rohgewinn anschließend 290 Euro. Für beide Packungen wohlgemerkt übrig. Jetzt geht's aber los. Wir haften voll für die Rechtmäßigkeit der Verschreibung. Wenn irgendwas auf dem Rezept fehlt, zahlt die Versicherung nicht. Dieses Risiko einzugehen, lohne sich dann künftig bei teuren Medikamenten nicht mehr, findet der Apotheker. Meine Befürchtung ist, dass viele Apotheken so hochpreisige Rezepte nicht mehr beliefern können, einfach aus der wirtschaftlichen Not heraus. Und das muss wieder der Patient ausbaden. In den vergangenen 10 Jahren ist die Zahl der Apotheken um etwa 3.000 gesunken. Auf dem Land ist die Versorgung schlechter geworden. Mit der Reform will das Gesundheitsministerium gegensteuern, indem zum Beispiel die Gründung von Zweigapotheken für bestehende Apotheken einfacher wird, weil nicht mehr jederzeit ein ausgebildeter Apotheker in solchen Filialen vor Ort sein muss. Wir haben Bedenken, dass zunächst eine Struktur zerstört wird und dann das einsetzt, was der Markt immer macht, dass nämlich Großkonzerne oder dass große Verbünde einfach alle anderen verdrängen. Zudem stört Grünberg, dass der Gesundheitsminister meine, vieles ließe sich über eine telepharmazeutische Anbindung lösen. Also dass, wenn ein Mitarbeiter Hilfe braucht, sich ein Apotheker in eine Filiale zuschaltet, statt vor Ort zu sein. Das ist immer eine apothekergeleitete Apotheke, wo allerdings dann Telepharmazie ermöglicht wird. Das ist ein wichtiger Punkt, den haben wir viel diskutiert, den werden wir nicht ändern. Also wenn ich in einer normal laufenden Apotheke, die ja heute wirklich auch viele Kunden am Tag bedient, auch noch mich um die andere Apotheke kümmern soll und ständig telefonieren muss oder sehr schnell mich in was reindenken soll, glaube ich, das ist zumindest ein wahnsinniger Stress und ich glaube, dass eher da Fehler passieren können. Seinen Mitarbeiterinnen vertraut Rudi Grünbauer. Natürlich könnten die vieles selbstständig erledigen, aber er sei immer ansprechbar und wachsam. Schließlich sei er am Ende verantwortlich. Nee.